Ich sage euch nur drei Worte. Mensa, UniTV und Witze. Na klar, es ist die Rede von der Rubrik Joke Food. Wir waren mit der Kamera in der Weinberg-Mensa unterwegs und haben euch einfach mal Witze abverlangt. Viel Spaß dabei. Warum sind 99% der Autounfälle Männer schuld? Weil sie ihren Frauen Schüsse gegeben haben. Kommt eine Blondine zur Samenbank, ja? Sagt der Arzt, ja, normalerweise nehmen wir hier nur Männer. Sagt die Blondine. Also ein Mann geht zum Bäcker, ne? Und er sagt, er hätte gerne 40 Brötchen. Und da sagt der Bäcker, nehmen Sie doch 39, dann haben Sie auch 40 Cent für ein 40. Also, da ist ein kleiner Breitmaulfrosch und er hüpft ein bisschen durch die Welt und will die erkunden. Und hüpft und hüpft und hüpft und dann trifft er eine Kuh. Und dann sagt er, hallo Kuh. Und die Kuh sagt, hallo, was bist denn du? Ich fresse Gras. Ach so. Was ist klein, grün und dreieckig? Kleines grünes Dreieck. Dann hüpft er weiter, der kleine Frosch, und hüpft, trifft einen Hund. Aber den kennt er noch nicht. Hallo. Hallo? Wer bist denn du? Ich bin ein Hund. Und was bist du? Ich fresse Dosenfutter. Ach so. Was ist das? Wir werden sehen. Ein Witz mitzuhören. Na, kennst du denn den Unterschied zwischen Französisch und Altfranzösisch? Altfranzösisch ist ohne Zähne. Hüpft er weiter und hüpft und hüpft und hüpft und trifft auf einen Storch. Und dann sagt er, hallo, hallo, wer bist denn du? Ich bin ein Storch. Und was frisst du? Ich fresse kleine Breitmaulfrösche. Hier gibt's keine Breitmaulfrösche. Was sitzt auf dem Baum und glüht? Ein Eichhörnchen nach dem Waldbrand. Ein Mann stellt sein Fahrrad an eine Laterne ab und als er wiederkommt, ist die Laterne weg.